So, willkommen bei Video. So, und der Fabi Plays Kanal ist wieder da. Aber, was denn? Nix. Ach so, also auf jeden Fall, ich bin mal wieder in der Heuhütte, aber ihr seht schon, wir haben was vor, nämlich so ein Stockbrett, dass wir mehr Heu reinbeigen können. Also, war Fabi Plays seine Idee. Ich denke, man könnte das dann auch hier rüber stapeln, aber so ein Stockbrett, das kann man ja an- und abbauen. Ja. Hat seinen Fuß getroffen. Ja, ja. Also auf jeden Fall. Wir haben dann noch was gebaut draußen. Hey, Naturmeister, schauen wir. Ja. Ja. Ich habe auch noch ein Silo gekauft. Das Silo fressen Meerschweinchen ja nicht. Sieht man gar nicht mehr, weil es schon dunkel. Sieht man überhaupt nicht mehr. Aber ich kann ja kurz mit dem Akku bohren. Nein, da sieht man nichts. Was? Da ist in der Hütte jetzt vorher drin auch mal. Ja? Da haben wir Probeklebe. Warte. Ich muss geschwind die Taschenlampe holen. Ja. Das hat ja die ganze Zeit gar nicht aufgenommen. Warte mal. Wo ist denn die Taschenlampe? Weil das hat mit dem Silo jetzt gar nicht aufgenommen. Ich habe vergessen, die Aufnahme zu starten. Ja. Hier seht ihr unser Silo. Also wir verfüttern das Silo natürlich nicht an die Meerschweinchen. Wir verkaufen das. Also, ja, weil die es halt nicht fressen. Und ja, essen. Hier seht ihr das. Also bis hier hat es leider nicht mehr gereicht. Und es sind uns immer mal wieder Tackernaten aufgegangen und Nähte halt. Krampen. Krampen! Eine Folie! Müllsack! So. Und für alle, die nicht wissen, warum das Heu jetzt so hoch gebalgt ist, weil wir nämlich da Neues holen morgen und dann wird es noch viel höher. Das ist Gromat. Gromat, genau. Das Gromat ist zum Beispiel jetzt aufgehäuft und hier kommt dann Heu rein. Wo ist denn der Quaderballen, den wir gepresst haben? Oh ja, den wollten wir auch noch zeigen, aber das ist kein Strohquaderballen. Genau, das ist Heu. Was? Das ist kein normaler Strohballen, wie wir es kennen. Das ist nämlich ein Heuquaderballen. Hier, einmal zum Gucken. Hier seht ihr einen kleinen Mini-Heuquaderballen, den kleinsten der Welt. Sieht aus wie von so uralten Ballenpressen. Aber das ist, weil das Heu nicht mehr gereicht hat. Und hier jetzt zum Beispiel, das ist tief genug, da passen 3-4 Ladungen rein. Genau. Deswegen werden wir jetzt, denke ich mal, mehrere Tage Heu holen. Und so. Und ja. Hier sieht man nochmal unsere Rundballen. Dazu machen wir dann morgen auch noch ein Video. Genau. Wie man die macht. Also, das ist unsere Presse. Ist die Quaderballenpresse? Genau. Quaderballenpresse und Rundballenpresse. Also gut, wir wollen natürlich die Pressen vielleicht auch noch umbauen, dass man die ans Go-Kart hinten ranhängen kann. Ja, also das fände ich auch. Also ich komme auch noch morgen mit meinem Go-Kart, dann kann ich ein bisschen mitziehen. Genau. Dann kann ich dir helfen beim Rausschleppen. Genau. Und dann, also das hier ist auf jeden Fall, also hier ist die Heubox, das wo tiefer ist. Und hier ist der Ballentisch. Also Ballentisch, weiß ja jeder, da sind die Ballen drauf. Und das hier ist für die Rundballen. Wir müssen morgen auf jeden Fall noch das hier erhöhen. Also hier eine Schraube reinmachen, das Brett bis hier hin. Genau. Und dann hier noch ein Brett hin und dann hier. Und dann die ganze Zeit hin zwar. Genau. Also bis hier
dann, also die Hütte würde ich nicht verschrauben, weil... Nee, oder wir machen so, wir machen nur hier und hier und hier eine Wand, weil dann können wir das Heu dann aufbeigen, das können wir ja sortieren. Da wissen wir ja die Grenze. Also hier und hier eine Wand, ja. Das bräuchte ich schon, weil hier muss man ja dauernd reinkommen, weil es ja der Ballentisch, der Quaderballentisch. Da kommen wir schon hin. So, hier ist die Kraftfutterbox und hier der Strohbehälter, da habe ich sogar eine ganz gute Idee. Ich will sogar irgendwann nochmal hier eine Schiebetür bauen und hier nochmal, dass man die Boxen trennen kann und zumachen kann, dass wenn man mal richtig viel reintun will, dass das dann auch geht. Okay, ja, dann haben wir hoffentlich alles gezeigt, oder? Genau, und was ich hier noch zeigen wollte, die Klebestriche, da haben wir reingebohrt. Die werden wir demnächst auch noch mit einem Holzkit, wenn wir welchen haben, zumachen. Weil da haben wir reingebohrt, als wir unseren alten, dreckigen Styroporheustock gebaut haben. Und wir sind ehrlich gesagt sowas von froh, dass das da jetzt zu ist, weil... Sonst, das hat die ganze Zeit reingeregnet. Das haben wir unten, das haben wir hier unten, nämlich auch, weil es da auch die ganze Zeit reingeregnet hat. Und da haben wir die ganze Zeit das Heu geschimmelt. Dann haben wir es doch, oder? Dann machen wir für heute Schluss. Genau. Okay, also ihr lieben Abonnenten, abonniert schön und schaut danach halt mal bei mir.